Dann stell dir nur einmal vor, du würdest einfach auf Kommando Respekt von deinen Untergebenen erhalten. Keine langen Diskussionen mehr, alle tun einfach das, was du ihnen sagst. Wie wäre das für dich? Fühlt sich gut an, oder? So in etwa hat sich das eine Gruppe Führungskräfte neulich in einem Meeting vorgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tanzen den Führungskräften auf der Nase herum und halten sich nicht an die Vorschriften. Naja, zumindest ein paar von denen. Und um jetzt endlich den Respekt und Gehorsam zu bekommen, den sie verdienen, sollen die Mitarbeiter allesamt wieder sitzen. Dann wird alles besser, haben sich die Führungskräfte versprochen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte aus einer meiner Beratungen. Welchen Ausgang solch ein Experiment nimmt, das erfährst du in diesem Video. Mich erinnert das doch sehr an Wilhelm Tell und die Geschichte vom Apfelschuss. Ein Meisterschütze, nämlich Wilhelm Tell, muss mit einer Armbrust einen Apfel vom Kopf seines eigenen Sohnes herunterschießen. Das war die Strafe für seinen Mangel an Respekt gegenüber der Obrigkeit. Der Verwalter des Kaisers, Hermann Geißler, hatte nämlich an einer wichtigen Kreuzung seinen Hut auf einen Pfosten aufgestellt und jeder, der am Geißlerhut vorbeiging, hatte den Hut die Ehre zu erweisen. Wilhelm Tell war nun an diesem Hut vorbeigegangen, ohne ihn zu grüßen und wurde daher gefangen genommen und zum Apfelschuss gezwungen. Diese Geschichte von Friedrich Schiller nimmt übrigens keinen guten Ausgang für Geißler. Er wird später von Tell getötet. Wenn eine Führungskraft nun also ihre formelle Macht missbraucht und willkürlich Regeln aufstellt, allein zum Zweck, die Untergebenen zu demütigen, dann wird sie damit zuerst einmal erfolgreich sein. Der größte Teil wird Angst haben und sich unterwerfen. Aber es kommt für jeden einmal der Tag, wo der Bumerang auch wieder zum Werfer zurückkehrt. Ja, Siezen führt zu einer wahrgenommenen Distanz und in diesem Sinne auch, ja, Professionalität. Manche Führungskräfte sagen, das Kritikgespräch läuft einfacher, wenn sie sie sagen. Und genauso gibt es andere Mitarbeitenden, die ihrerseits sagen, dass sie von ihrer Führungskraft einfach nicht gesiezt werden wollen. Also wenn das für alle die beste Lösung ist, dann spricht doch überhaupt nichts dagegen. So gesehen ist ein Du für manche auch eine Auszeichnung. Aber wie verhält es sich dann erst mit der Rückkehr zum Siezen? Ist das dann das Signal des Vertrauensverlustes? In diesem Praxisbeispiel wünschen sich die Führungskräfte mehr Respekt und Gefolgschaft. Ich als Außenstehender frage mich ernsthaft, was denn die Führungskräfte dafür getan haben, um mehr Respekt zu verdienen. Glauben sie denn wirklich ernsthaft, nur weil sie die Verpackung ändern? Bekommen sie damit auch einen anderen Inhalt? Es kam natürlich so, wie es kommen musste. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vorher schon unterwürfig waren, haben sich schnell an das Sie angepasst. Die große Mehrheit hat es zähneknirschend hingenommen und angefangen, hinter dem Rücken der Führungskräfte Gerüchte loszuspinnen. Und die wenigen Mitarbeitenden, die schon vorher eine Störung in der Beziehung zur Führungskraft wahrgenommen haben, fühlten sich jetzt erst recht bestätigt. Das Siezen hat noch eine ganze Weile für Gesprächsstoff gesorgt und von den wirklichen Problemen abgelenkt. Was hätten diese Führungskräfte besser machen können? Zuerst einmal müssen sie in Erfahrung bringen, was die Störung verursacht. Deshalb ist der erste Fehler die Sippenhaft, also im Grunde alle Mitarbeitenden für das Fehlverhalten weniger zu bestrafen. Außerdem haben sie so nur eine zweitklassige Lösung mit vielen Nebenwirkungen gewählt. Sie wissen doch gar nicht, was ihre Mitarbeitenden brauchen, um eine gute Arbeit abzuliefern. Sie haben die danach gefragt. Statt also zusätzlich noch mehr Barrieren aufzubauen, wäre hier meiner Meinung nach angemessen gewesen, genauer hinzuschauen, was eigentlich der Grund für den Mangel an wahrgenommenem Respekt ist. Und ich sage ganz bewusst wahrgenommenen Respekt, weil natürlich auch die Person der Führungskraft dabei beleuchtet werden muss. Sie kann sich fragen, was sie anders gemacht haben wird, damit die Mitarbeiter wirklich Respekt haben. Das erfordert von allen ziemlich gute Kommunikationsfähigkeiten. Ein Weg, eine Bitte von einer anderen Person erfüllt zu bekommen, geht mit der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. In vier einfachen Schritten formuliert man sein Anliegen so, dass der Gesprächspartner freiwillig zustimmt und es überhaupt gar keinen Zwang braucht. In diesem Video zeige ich dir alle Tricks, die es braucht, damit du dich klar ausdrücken kannst und deine Wünsche formulieren kannst.